Es hat sich ja eingebürgert, die Revolution nach den Monaten zu benennen, in denen sie begonnen haben. Und insofern trifft es auch auf den November 1918 zu, mit dem ganz kleinen Unterschied, dass die Vorgeschichte oder der allererste Anfang am 29. Oktober zu vermelden ist, und zwar in Wilhelmshaven, der Stadt an der Nordsee. Und zwar gibt es dort eine Befehlsverweigerung von Matrosen auf den Kriegsschiffen. Die Situation ist ungefähr folgende. Man ist noch offiziell im Krieg, aber die Öffentlichkeit und die Bevölkerung weiß seit Anfang Oktober, dass von deutscher Seite ein Waffenstillstandsgesuch an die Kriegsgegner gegeben worden ist. Also steht das Kriegsende eigentlich doch bevor. Es kann sich nur noch um Tage oder höchstens Wochen handeln. Und in der Situation kommt die deutsche Marineleitung auf die kuriose Idee, die Kriegsschiffe und also die Matrosen auf den Kriegsschiffen noch einmal auslaufen zu lassen in die Nordsee, sei es zu einer Machtdemonstration, sei es zu einer letzten gloriosen Schlacht gegen die Engländer. Es droht jedenfalls noch eine entscheidende Kriegshandlung. Und das sieht nun ein großer Teil der Matrosen auf den Schiffen in Wilhelmshaven nicht ein, dass sie ihre Haut noch zu Markte tragen sollen, kurz bevor endgültig Frieden ist. Es gibt also eine Befehlsverweigerung. Die Offiziere sagen natürlich Meuterei, aber wir sagen lieber Befehlsverweigerung der Matrosen. Diese ist in dem Sinne erfolgreich, als die Schiffe nicht auslaufen können. Aber natürlich werden die Anführer dieser Aktion verhaftet und man will sie isolieren von den anderen Marinesoldaten, die nicht ganz so aufmüpfig sind, und verlegt die beiden Geschwader, in denen dieser Aufstand stattgefunden hat, von Wilhelmshaven nach Kiel. Und so kommen wir also von der Nordsee in die Ostsee. In Kiel werden die Anführer in der Militärarrestanstalt eingelocht und es ist klar, wir sind offiziell im Krieg, also gilt noch das Kriegsrecht und auf Befehlsverweigerung im Normalfall die Todesstrafe, mindestens aber wirklich sehr lange Haftstrafen, um die Kameraden aus dieser Militärarrestanstalt in Kiel zu befreien und überhaupt die Situation öffentlich zu machen, gibt es am 3. November, und jetzt sind wir beim Beginn der Novemberrevolution in Kiel, am 3. November eine große Arbeiterdemonstration in der Öffentlichkeit. Also ein Saal wurde den Rednern nicht genehmigt. Mitten in der Stadt auf einem großen Platz findet eine solche Veranstaltung statt. Es werden Reden gehalten und danach bildet sich ein Demonstrationszug. Es wird auch dazu aufgerufen, diesen Zug zu bilden, und der zieht durch die Kieler Innenstadt in Richtung Militärgefängnis. Und von allen Seiten, aus den Häusern und aus den Kasernen, kommen immer mehr Soldaten und Privatmenschen, Arbeiter hinzu. Die Demonstration wird immer größer und es sieht so aus, als würden sie eben die Gefangenen befreien. Und an einer bestimmten Stelle in Kiel, in der Feldstraße, stellt sich das Militär diesen Demonstranten entgegen. Es kommt zu Schüssen von Seiten des Militärs und es sollen auch einige Steinwürfe von Seiten der Demonstranten erfolgt sein. Kurz und gut, es gibt 8 Tote unter den Demonstranten. Und der Versuch, die Gefangenen zu befreien, ist erst einmal gescheitert. Aus dieser Situation, und das ist meistens beim Beginn von Revolutionen auch der Fall, wenn die ersten Opfer von Seiten der Demonstranten zu beklagen sind, Todesfälle, dann eskaliert die Sache.
Aus diesem Bestreben heraus und aus den Erfahrungen mit dieser gescheiterten Demo bilden sich in der Nacht vom 3. auf den 4. November in Kiel, in den Werften und in den Schiffen, auf den Schiffen, die schon fertig sind, bilden sich sogenannte Arbeiterräte und Soldatenräte. Also auf den Werften Arbeiterräte und auf den Schiffen Soldatenräte. Das heißt erst einmal nur, dass die entsprechenden Arbeiter oder Soldaten Delegierte, Vertreter wählen, einige, und die sollen ihre Interessen vertreten. Zunächst mal in Verhandlungen mit den Machthabern in Kiel, um die Soldaten befreit zu bekommen. Und das ist mal der Anfang. Damit ist aber, wenn man im Nachhinein als Historiker sich die Ereignisse anschaut, in der Nacht vom 3. auf den 4. November zum ersten Mal in Deutschland eine neue Organisation gebildet worden. Eben diese berühmten A- und S-Räte, so werden sie abgekürzt genannt, Arbeiter- und Soldatenräte. Der Anfang ist wie bei jeder Revolution, später merkt man ja erst, dass es eine Revolution ist und dann guckt man, wann war der Anfang. Und jeder Anfang ist eigentlich ganz klein. Es werden sozusagen, man könnte auch sagen, das sind Betriebsräte. Es sind also Delegierte, die von den Arbeitern und den Soldaten gewählt werden, nicht um die Welt zu verändern, sondern zunächst einmal, um die konkreten Interessen in den Griff zu bekommen, wie kriegen wir unsere Gefangenen frei. Und Schritt für Schritt gibt es dann natürlich auch weitere Forderungen, vor allen Dingen, dass der Krieg aufhört und dass die Ernährungslage eigentlich gelöst werden soll und so weiter. Dieser Ausbruch der Revolution ist übrigens ganz untypisch für den Ausbruch von Revolutionen überhaupt, wenn man das mal vergleichend sieht, denn normalerweise brechen sie in der Hauptstadt aus, Paris oder St. Petersburg. Und hier haben wir plötzlich an der Ostseeküste Kiel, an dem zum ersten Mal dieses, was man später Revolution nennt, ausbricht. Diese Idee, Arbeiter- und Soldatenräte zu bilden, erstmals in Kiel, wird dann in weiteren Städten wie ein Feuer verfolgt, also das Beispiel wird übernommen, erst an der Küste in Norddeutschland und dann bis ganz nach Süden runter, bis nach München, bilden sich in allen größeren Städten solche Arbeiter- und Soldatenräte, die natürlich dann auch sofort Proklamationen verfassen, von denen wir ziemlich viele haben. Und wenn man die sich alle anschaut, stellt man fest, es gibt eigentlich zwei Inhalte oder zwei Formen dieser Arbeiter- und Soldatenräte. Die meisten sind relativ gemäßigt. Ungefähr so wie die Kieler, was da konkret gefordert wird. In einigen Städten aber sind die Forderungen und Proklamationen der Arbeiter- und Soldatenräte von Anfang an radikaler. Das heißt, sie zielen auf eine grundsätzlichere Veränderung der Gesellschaft hin. Es werden eben auch sozialistische Ziele formuliert. Zu diesen radikaleren Arbeiter- und Soldatenräten, die in der Minderheit sind, gehört außer Bremen, das sage ich immer deshalb aus Lokalpatriotismus, weil ich dort zur Schule gegangen bin, aber auch Stuttgart. Stuttgart ist auch ein Beispiel dafür, dass es sich sofort Arbeiter- und Soldatenrat bildet, aber der gehört zu der radikaleren Richtung. Gut, es hat sich also dann, und das ist so der Anfang, der Ausbruch dieser Revolutionsereignisse, in ganz Deutschland neue Organisationsformen gebildet, eben diese Arbeiter- und Soldatenräte, die was anderes sind als die politischen Parteien. Bis zum 9. November in ganz Deutschland, mit Ausnahme der Hauptstadt, in Berlin nichts. Das hängt damit zusammen, dass in Berlin am meisten Militär stationiert ist, dass es da am schwierigsten ist, so etwas zu machen. Und es hängt zweitens damit zusammen, dass während des ganzen Krieges eigentlich eine Pressezensur in Deutschland herrscht. Also man erfährt nichts über den genauen Verlauf des Krieges. Es werden ja nur geschönte Nachrichten im Krieg immer über die militärischen Erfolge
gebracht. Es herrscht also eine Pressezensur, zwar in ganz Deutschland, aber in der Hauptstadt, wo die meisten Zeitungen auch herauskommen, ist die Pressezensur am schärfsten. Ich habe das mal genau untersucht. Die Berliner und Berlinerinnen, die Zeitung lesen, wissen am 9. November nicht, was am 3. und 4. November genau in Kiel stattgefunden hat. Sie haben keine eigenen Korrespondenten zum Beispiel in Kiel, sondern müssen das, wenn überhaupt, aus der Kieler Zeitung abschreiben und dann kommt es in die Berliner Zeitung hinein. Also das ist vielleicht der Grund dafür, dass die Revolution am Anfang, wenn sie auch noch gemäßigt ist, irgendwie so einen Bogen um die Hauptstadt herum macht. Und jetzt muss ich, bevor ich die Ereignisse vom 9. November in Berlin schildere, kurz auf die Parteienlandschaft eingehen. Bisher haben wir nur über diese neue Organisation, Institution Arbeiter- und Soldatenräte etwas gehört. Natürlich gibt es Parteien seit langem und es gibt zu diesem Zeitpunkt, 1918, November, zwei Arbeiterparteien in Deutschland, die sogenannte SPD, die seit 1891 sich so nennt, schon ältere Wurzeln hat, aber seit diesen Jahren, Jahrzehnten, die eigentlich die einzige politische Vertretung der Arbeiterschaft ist, hat sich im Laufe des Ersten Weltkriegs gespalten. Das muss ich jetzt hier nicht schildern, weil das irgendwie nicht zur Novemberrevolution gehört, nur zur Erklärung der Spaltung. Es ging darum, wenn Krieg geführt werden soll von gewissen militärischen und politischen Kräften in Deutschland, dann kostet der Krieg Geld und der muss vom Reichstag genehmigt werden. Die Kriegserklärung kann der Kaiser alleine abgeben mit seinem Außenminister, aber alles, was Geld kostet, da müssen die Abgeordneten zustimmen. Und da ging es eben bei der SPD um die Frage, stimmen wir den Kriegskrediten zu, stimmen wir zu, dass es aus dem Steuersäckel Geld gibt für die Durchführung des Krieges. Und man kann das aber pauschal sagen, wenn Sie zu den Kriegskrediten zustimmen, stimmen Sie natürlich auch dem Krieg zu. Und angesichts dieser Frage gibt es halt den linken Flügel, der sagt, nein, das ist ein Eroberungskrieg, dem stimmen wir nicht zu. Und der rechte Flügel hält den Krieg für einen deutschen Verteidigungskrieg gegen den bösen russischen Zarismus und stimmt deshalb den Kriegskrediten zu. Kurz und gut, der erste, der dagegen stimmt, ist der SPD-Reichstagsabgeordnete Karl Liebknecht 1914 und dann werden es immer mehr und 1917 gibt es die organisatorische Spaltung mit dem Ergebnis, dass wir jetzt beim Ausbruch der Novemberrevolution die SPD und die USPD haben, das heißt die unabhängige sozialdemokratische Partei oder die man nur die Unabhängigen nennt. Und von Seiten der Unabhängigen wird dann, solange es diese beiden Parteien gibt, die SPD dann MSPD genannt. Die Mehrheitler, Mehrheitssozialdemokratie. Also so dass man, wenn ich jetzt die Begriffe verwenden sollte, wisst ihr Bescheid, die MSPD, das sind die, sagen wir, rechten Sozialdemokraten, die USPD hat sich abgespalten. Und es haben sich aber nicht alle Arbeitergruppierungen dieser neuen USPD angeschlossen. Die radikaleren wieder in Norddeutschland mit Schwerpunkt Bremen. Die Bremer Linksradikalen sind außen vor geblieben, sodass man eigentlich fast drei Gruppierungen hat und nicht gleich zwei. Und innerhalb dieser unabhängigen Sozialdemokratie gibt es eine Gruppierung, die der USPD beigetreten ist, aber bei Aufrechterhaltung ihrer Organisation, die haben sozusagen innerhalb der USPD einen Sonderstatus, dass der Spartakusbund um Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin und andere. Die sind offiziell jetzt USPDler, aber als Spartakisten haben sie sozusagen noch eine eigene Gruppierung innerhalb der USPD. Ich erzähle die Geschichte, die Spaltungsgeschichte schnell noch einen Schritt weiter, denn mitten in der Revolution, Silvester 1918, Neujahr 1919, spaltet sich die USPD noch einmal. Der Spartakusbund tritt aus der USPD aus und vereinigt sich mit diesen Bremer Linksradikalen zur KPD. Die KPD gibt es ab 01.01.1919. Damit haben wir drei Gruppierungen innerhalb der Arbeiterparteien, die MSPD, die USPD und die KPD.
Und wer sich nicht so genau auskennt, aber traktiert wird immer so von öffentlichen Meinungen und Vorurteilen, der muss man eindeutig sagen, diese frühe KPD bis 1923 ist ganz etwas anderes, als man sie später kennt, denn das ist eigentlich ein linksradikaler Haufen. Es dominieren diese linksradikalen anarchistischen Positionen. Der Spartakusbund ist zwar Mitglied jetzt in der KPD, das heißt Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg sind 15 Tage ihres Lebens noch Kommunisten, vorher die ganze Zeit Sozialdemokraten gewesen. Und in dieser frühen KPD können sich aber zunächst die Positionen von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gar nicht durchsetzen. Nur dass klar ist, das ist ganz was anderes als später die KPD, die unter den Einfluss der Kommunistischen Internationale gerät. Das ist erst ab 1924 und dann wird es eine Kaderpartei nach dem Vorbild des demokratischen Zentralismus, so wie die KPDSU in der Sowjetunion. Jetzt werdet ihr fragen, es gibt drei Arbeiterparteien und was ist mit den anderen Parteien? Natürlich gibt es auch bürgerliche Parteien, aber die spielen jetzt in der Novemberrevolution keine Rolle. Doch das hängt damit zusammen, dass diese Parteien mehr oder weniger verantwortlich für den Ersten Weltkrieg gewesen sind und da jetzt der Krieg verloren geht, haben sie ein gewisses Schuldbewusstsein und versuchen erstmal in die Mausolöcher zu kriechen und sind kein politisch relevanter Faktor. So haben wir ein ganz merkwürdiges Phänomen bei der Novemberrevolution 1918. Es ist eine sozialistische Revolution. Das sieht man daran, dass erstens Arbeiter und Arbeiterinnen sie machen und zweitens, dass es neue Arbeiterorganisationen gibt. Also ist es eine sozialistische Revolution. Und ich füge gleich voraus die Bemerkung, sie ist gescheitert. Letztendlich, es ist also eine gescheiterte sozialistische Revolution. Aber nach dem klassischen Modell, seit langem auch von Marx und Engels her, setzt sich eine sozialistische Revolution gegen die bürgerliche Gesellschaft durch und muss gegen Bürgertum und deren politische und militärische Vertreter kämpfen. Diese Konfrontation Arbeiterbewegung gegen Kapitalismus, bürgerliche Gesellschaft, gibt es im November 1918-19 in dem Sinne nicht. Merkwürdiger und interessanterweise finden also die Auseinandersetzungen innerhalb dieser Arbeiterparteien statt. Die sozialistische Revolution ist eine Revolution von USPD und KPDlern und anderen sozusagen gegen die MSPD. Das kann man jetzt lang und breit interpretieren, wie man das will. Ein Angebot wäre das, dass die MSPD die Interessen der bürgerlichen Gesellschaft übernommen habe und die Dinge zu Ende führt, an denen das politische Bürgertum gescheitert ist, oder ist die, oder andere also, Möglichkeiten. Da muss ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ich will also nur auf diesen merkwürdigen zweiten Unterschied, erster Unterschied ist, die Revolution beginnt in der Provinz, zweiter Unterschied ist, es ist ein Kampf zwischen Arbeitern und Arbeiterinnen auf der einen und auf der anderen Seite. So verläuft die Revolution ab. Das könnt ihr sehr gut erkennen, und jetzt komme ich auf den 9. November zurück, bei den Ereignissen am 9. November 1918. An diesem 9. November 1918 wird nämlich zweimal eine Republik für Deutschland ausgerufen. Erst um 14 Uhr durch den MSPDler, durch den Mitvorsitzenden der SPD, Philipp Scheidemann, der vom Balkon des Reichstagsgebäudes vor demonstrierenden Arbeitern eine kleine Rede hält, indem er dreimal sagt, es lebe die Deutsche Republik. Das ist ein revolutionärer Akt, denn wir haben zu diesem Zeitpunkt noch einen Kaiser, der nicht bereit ist, zurückzutreten. Also ein Kaisertum, wie vorher, seit der Bismarck-Zeit. Und durch Deklarationen in einer Rede wird vor demonstrierenden Arbeitern von diesem Philipp Scheidemann die Republik ausgerufen mit der Formel die Deutsche Republik. Er sagt noch nicht mal soziale Republik oder sozialdemokratische Republik, er sagt Deutsche Republik.
Und zwei Stunden später, um 16 Uhr am 9. November, wird ebenfalls in Berlin, diesmal vom Schloss der Hohenzollern, von Karl Liebknecht, auch eine Republik ausgerufen, ebenfalls vor anderen Arbeitergruppierungen. Und er wählt die Formel, es lebe die freie sozialistische Republik Deutschland. Also in den Formeln sieht man schon einen Unterschied, wenn man will. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kommt es denn dazu, dass zweimal eine Republik ausgerufen wird oder andersherum, dass überhaupt eine Republik ausgerufen wird. Dass die SPD mit diesem Philipp Scheidemann an der Spitze diese Republik ausruft, tut sie nur aus Angst vor dem Karl Liebknecht, der noch für den Spartakusbund und innerhalb der USPD, man erwartet, dass er eine Republik ausruft, und die MSPD will diesem zuvorkommen. Und der zweite Grund, weshalb Philipp Scheidemann die Republik ausruft, ist, um die demonstrierenden Arbeiter zu beruhigen. Denn der Haupttenor der Rede ist, es lebe die Republik und jetzt könnt ihr nach Hause gehen. Die Revolution ist beendet, ihr habt die Republik erreicht, wir SPD machen das andere für euch weiter. Und wenn man die Rede von dem Karl Liebknecht anschaut, abgesehen davon, dass er eine andere Formel, nämlich die freie sozialistische Republik, wählt, dann sieht man, dass Liebknecht ganz was anderes redet. Er sagt nämlich, jetzt beginnt die Revolution und ihr Arbeiter, ihr müsst sie jetzt weiter vorantreiben. Also ein völlig anderes Konzept. Die Republik von der SPD wird ausgerufen, um die revolutionären Arbeiter oder die unruhigen Arbeiter zurückzudrängen und zur Ordnung zu bringen. Er stellt sich an die Spitze der sogenannten revolutionären Bewegung, um sie anzuhalten. Und Liebknecht fängt an, sie voranzutreiben. Eine kleine Anekdote macht das deutlich, was der Scheidemann da gemacht hat. Er tritt nämlich nach der Rede zurück in dieses Reichstagsgebäude, wo er als Abgeordneter zu sein hat. Und da trifft er auf seinen Mitvorsitzenden Friedrich Ebert, auch von der MSPD. Das ist der, der später Reichspräsident wird in der Weimarer Republik. Der Scheidemann, nur nebenbei, ist der erste Reichskanzler. Das sind also genau die Leute, die dann auch an der Spitze der ausgerufenen Deutschen Republik stehen werden. Also gut, der Scheidemann trifft auf den Friedrich Ebert, die duzen sich natürlich seit langem, und der Ebert hat einen hochroten Kopf und er sagt, was hast du da gemacht? Du hast die Republik ausgerufen, das hättest du nicht machen dürfen, denn was aus Deutschland wird, das soll eine frei gewählte Nationalversammlung demnächst erst entscheiden. Was heißt das? Eigentlich will dieser Ebert gar nicht jetzt direkt vor dem Volke, dass die Republik ausgerufen wird, sondern es sollen normale Wahlen stattfinden, die Abgeordneten sollen zusammenkommen und dann sollen sie entscheiden, ob es weiter einen Kaiser gibt oder nicht. Die Möglichkeit, dass es einen Kaiser weiter gibt und wir einen Parlamentarismus à la England haben, da gibt es ja heute noch einen König oder eine Königin, diese Möglichkeit ist auch noch gegeben im November, und je rechter die Sozialdemokraten sind, desto mehr wollen sie eigentlich oder überlegen sie, könnten wir nicht vielleicht auch Demokratie und Parlamentarismus noch unter einem Kaiser haben. Daran sieht man, dass dieser Scheidemann in gewisser Weise sogar ein bisschen revolutionär war. Oder umgekehrt gesagt, er hat die Mentalität der demonstrierenden Arbeiter kapiert. Wenn der Ebert gesagt hätte, demonstriert, demonstriert, demonstriert und in 2 Monaten entscheiden wir mal, ob wir noch einen Kaiser haben oder nicht, dann wären die nicht nach Hause gegangen. Und der Scheidemann kapiert die Dynamik der Situation, man muss den Demonstranten mit etwas entgegenkommen, und er ruft die Republik aus. Das ist, wie gesagt, gar nicht das Gesamtkonzept der MSPD, aber Scheidemann hat vollendete Tatsachen geschaffen. Nach dem 9. November geht es nicht mehr zurück. Es kann kein Sozialdemokrat jetzt mehr sagen, ach, das war eigentlich nur so eine Rede, wir wollen jetzt keine Republik mehr. Also das muss man in dieser Doppeldeutigkeit sehen. Das ist ein wirklich revolutionärer Akt. Damit ist das Kaisertum vorbei und wir haben eine Republik. Aber
Die Frage ist, welche Republik werden wir haben? Und da stehen eben diese beiden Arbeiterparteien jetzt nebeneinander. Beide rufen die Republik aus. Und um es etwas vereinfachter zu sagen, die mit Scheidemann und Ebert an der Spitze stehenden Sozialdemokraten, die wollen eine parlamentarische Republik, so wie wir sie heute haben. Also wir nennen das Repräsentativverfassung, dass alle wählen in Deutschland und dann gibt es im Parlament und dann geht es so weit. Sie sind sogar in dem Punkt, dass sie nur eine parlamentarische Republik wollen, dann doch wiederum noch ein Stück weit revolutionär, denn sie führen sofort das Frauenwahlrecht ein, das eben seit November 1918 dann eingeführt ist. Und das ist der erste große Staat Europas, in dem das Frauenwahlrecht eingeführt worden ist. Nicht von der Frauenbewegung, die das auch fordert, sondern von der Arbeiterbewegung und durchaus von der MSPD. Also Republik und allgemeines Männer- plus Frauenwahlrecht und dann noch der 8-Stunden-Tag, das sind die Neuigkeiten, die von der MSPD durchgesetzt werden. Auf der anderen Seite steht die USPD mit den verschiedenen Flügeln bis ab 1919 einschließlich zur KPD. Und da werden andere gesellschaftliche Konzeptionen entwickelt. Da geht es um die weitere Demokratisierung von Politik und die Demokratisierung von Militär und Gesellschaft. Es bildet sich jetzt am 9. November in Berlin nach der Ausrufung der Republik eine neue Spitze. Eine Spitze, die die Funktionen eines Reichspräsidenten und eines Kanzlers in sich vereinigen. Diese Spitze heißt Rat der Volksbeauftragten, besteht aus 6 Leuten und paritätisch besetzt mit MSPDlern und USPDlern. Von Seiten der MSPD findet man natürlich genau wieder Scheidemann und Ebert als 2 von diesen 3. Auf Seiten der USPD gibt es eine lange Debatte, ob Karl Liebknecht in die Regierung eintreten soll, und letztendlich lehnt er den Eintritt in diesen Rat der Volksbeauftragten ab, indem er sagt, das ist ein Kompromiss, das will ich nicht, ich will die ganze Macht in die Hände dieser Arbeiter- und Soldatenräte legen, die es ja zu dem Zeitpunkt in ganz Deutschland gibt. Dieser Rat der Volksbeauftragten ist also ein Kompromiss. Und 2 wichtige Punkte, auf die man sich einigt, ist das, was die SPD fordert. Wir können nicht alle bürgerlichen Minister unter dem Rat der Volksbeauftragten absetzen, weil wir die Aufrechterhaltung der Gesellschaft ohne diese Fachleute aus dem Bürgertum nicht aufrechterhalten können. Die andere Position, die in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt wird, das ist die Position der USPD, da muss die SPD nachgeben. Und zwar, die USPD setzt durch, dass Wahlen für eine Nationalversammlung, so wie es die SPD will, hinausgeschoben werden. Und zwar so lange, bis sich die Arbeiter- und Soldatenräte konstituiert haben. So hat also die Revolution sozusagen Zeit, weiterzuarbeiten, sie von unten heraus lebendig zu werden und nicht sofort durch allgemeine Wahlen abgeblockt zu werden. Das ist der Kompromiss. Diese Regierung wird gebildet, aber die wird legitimiert, bestätigt am nächsten Tag durch eine Versammlung der Gesamt-Berliner Arbeiter- und Soldatenräte, die im Zirkus Busch stattfindet. Das muss man sich mal ein bisschen alltagsgeschichtlich konkret vorstellen, was da los war. Der 9. November war ein Samstag. Und am Abend hat man beschlossen, am nächsten Morgen wird in den Betrieben gewählt. Am Sonntagmorgen. In den ganzen Berliner Betrieben werden Arbeiterdelegierte gewählt. Und die treten sofort am Nachmittag im Zirkus Busch, das ist ein fester Platz, wo immer Zirkus ist, zusammen, ungefähr 1000 Leute. Und die beschließen im Wesentlichen 2 Dinge oder 3. Erstens beschließen sie, okay, was da gestern Abend mit dem Rat der Volksbeauftragten stattgefunden hat, das genehmigen wir. Wird von unten sozusagen der Rat der Volksbeauftragten bestätigt. Dann aber gibt diese Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin diesem neuen Rat der Volksbeauftragten eine neue Aufgabe.
eine Aufgabe, die nicht in dem Koalitionspapier drin ist. Und die neue Aufgabe heißt schnellstmögliche Sozialisierung aller dafür reifen Betriebe. Jetzt wird es eine sozialistische Revolution der Arbeiter und Soldaten. Der Rat der Volksbeauftragten hat das nicht auf der Agenda, aber am nächsten Tag kriegen sie das als Aufgabe. Das müsst ihr auch machen. Wir haben euch legitimiert, aber macht das jetzt. Eckige Klammer auf, man weiß, dass der Rat der Volksbeauftragten das nie gemacht hat. Klammer zu. Er hat sich legitimieren lassen, aber die Aufgabe Sozialisierung der Betriebe nicht in Angriff genommen. Und drittens wird von diesen 1000 Leuten ein Vollzugsrat gewählt, so ungefähr aus 20, 30 Leuten. Und jetzt ist das Chaos vollkommen. Jetzt hat man eigentlich zwei Regierungen. Man hat den Rat der Volksbeauftragten vom 9. November und vom 10. November den Berliner Vollzugsrat. Keiner weiß, wie die miteinander zusammenhängen, wer wem was zu sagen hat. Und das ist eine Situation, die am Anfang von vielen modernen Revolutionen auftritt. Und die Revolutionsanalytiker, Theoretiker nennen das Doppelherrschaft. Es gibt am Anfang sozusagen eigentlich doppelte Regierungen, doppelte Herrschaften, und die müssen gegeneinander sich sozusagen durchsetzen und kämpfen. Und insofern kann man also wirklich sich merken, und das ist ja auch einfach zu merken, es werden zwei Republiken ausgerufen am 9. und es gibt zwei Regierungen am 10. Und es muss sich entscheiden im weiteren Revolutionsverlauf, welche Position sich durchsetzen wird, die gemäßigtere von der MSPD oder die radikalere von der USPD. Und jetzt springe ich gleich in die Zeit zwischen dem 16. und 20. Dezember, auch wieder in Berlin. In diesen 4 Tagen wird genau das entschieden, was ich eben angedeutet habe. Bis dahin ist einen Monat die Revolution weitergelaufen, die Einzelheiten kann ich jetzt hier nicht schildern, und jetzt soll endlich entschieden werden, was wollen wir? Eine Rätedemokratie oder eine parlamentarische Demokratie? Wie steht es mit der Sozialisierung? Wie steht es mit der Demokratisierung des Heeres? Zu diesem Zweck kommen aus ganz Deutschland frisch gewählte Delegierte aus den Betrieben und aus den Kasernen, also von den Arbeiter- und Soldatenräten. Kasernen, Klammer auf, das sind natürlich auch meistens Arbeiter, die Soldaten oder die jetzt von der Front zurückkommen. Also im Wesentlichen entscheidet eine Versammlung von ungefähr 500, aber in ganz Deutschland von den Arbeitern gewählten Arbeitervertretern über das weitere Schicksal dieser Republik, die seit einem Monat existiert. Das heißt erster Reichsrätekongress. Auf diesem ersten Reichsrätekongress werden also 3 Grundsatzdinge diskutiert. In den Schulbüchern steht meistens nur einer drin und die anderen werden vergessen. Und zwar, was drin steht und was vielleicht auch das Wichtigste ist, soll es allgemeine Wahlen für eine Nationalversammlung geben oder soll es weiter bei diesem Prinzip bleiben, die Arbeiter wählen ihre Delegierten, dann können sie immer weiter und dann haben sie ja oben irgendwann auch eine Regierung. Wenn man das Wahlergebnis anschaut, muss man sehen, dass die Mitglieder des Spartakusbundes so gut wie kaum gewählt wurden. Rosa Luxemburg ist nicht dabei, Karl Liebknecht ist nicht dabei, die sind nicht gewählt, die sind auch nicht in Betrieben verankert. Und es gibt ungefähr 100 radikale Gewerkschaftsvertreter, die diese USPD-Linke und zukünftige KPD-Position vertreten, die heißen revolutionäre Obleute. Das ist eine Gewerkschaftsopposition. Aber Leute, die in der Gewerkschaft bleiben, aber eine linke Opposition sind. Und von Seiten dieser revolutionären Obleute gibt es einen Wortführer, der heißt Däumig, wie man in Schwaben sagt, also mit G hinten und Ä. Und der ist und wird später der führende Theoretiker der Rätedemokratie werden. Und dieser Däumig stellt eben für seine Gruppierung den Antrag,
unter allen Umständen auf dem Rätesystem zu verharren und keine Neuwahlen stattfinden zu lassen. Demgegenüber wird der Antrag von der MSPD gestellt, dass man so schnell wie möglich den frühesten Termin für Wahlen zur Nationalversammlung benennen soll. Und da muss es ja technische Vorbereitungen geben, Wahlzettel drucken und sowas alles. Der frühestmögliche Termin, und muss ein Sonntag sein, kann nur der 19. Januar sein. Daher kommt dieser berühmte Antrag, Nationalversammlung so schnell wie möglich am 19. Januar. Es fällt auf, das ist vielleicht so für die Taktiker, die in solchen Gremien auch schon mal gewesen sind, es fällt auf, dass nur die radikalen Positionen gegeneinander gestellt werden. Eine Mittelposition hätte heißen können, wir schieben die Wahlen zur Nationalversammlung nochmal um ein halbes Jahr raus, um Zeit für die Konsolidierung der Revolution und der Arbeiter- und Soldatenräte zu finden. Diese Position, jetzt werte ich, ist leider nicht als Antrag formuliert worden. Möglicherweise ein taktischer Fehler von dem Däumig, dass er gesagt hat, nein, wir wollen das reine Rätesystem und nie Wahlen zur Nationalversammlung. Kurz und gut, der radikale Antrag, wie das so üblich ist, über den wird als ersten abgestimmt. Er kriegt von 500 Delegierten 98 Stimmen, damit verloren. Über den zweiten Antrag, so schnell wie möglich, also über den Alternativantrag, so schnell wie möglich Wahlen zur Nationalversammlung einzuberufen, wird nicht mehr namentlich abgestimmt, sondern einfach Hand hoch und dann, das ist die große Mehrheit. Also wir wissen nicht genau, wie viel, aber das überwältigende Mehrheit in diesem zweiten Akt. Und damit passiert das, was natürlich alle wissen, die ein bisschen was von Geschichte verstehen, es finden Wahlen für die Nationalversammlung statt und dann ist damit der Weg zu einer parlamentarischen Demokratie geebnet. Jetzt kommen aber die anderen beiden Erklärungen, die anderen beiden Beschlüsse. Es wird mit großer Mehrheit beschlossen, so schnell wie möglich mit der Sozialisierung der dafür reifen Betriebe zu beginnen. Die SPD-Führung hat versucht, diesen Antrag zu verschieben. Sie hat gesagt, es fehlt die Zeit, um darüber zu diskutieren. Das ist ein so wichtiges Thema. Das brachte Empörung unter den Delegierten. Dann sind sie zurück und haben selber mit für die Sozialisierung gestimmt. Das ist fast einstimmig. Dieser Sozialisierungsbeschluss ein zweites Mal nach dem 10. November von gewählten Delegierten in Deutschland verabschiedet wird. Und der dritte Beschluss betrifft die Demokratisierung des Heeres. Da will ich nicht so viel drüber reden. 7 Punkte sind es insgesamt. Ein Punkt ist dabei, dass die Soldaten ihre Offiziere selber wählen können. Und dass damit der alte kaiserliche Drill- und Militärapparat abgeschafft wird. Und wenn ihr euch jetzt dieses anschaut, sind das die Ziele, für die es in der Novemberrevolution eine breite Mehrheit gegeben hätte. Eine richtig breite Mehrheit, absolute Mehrheit in der gesamten Arbeiterschaft. Der Weg zur parlamentarischen Demokratie, also Punkt 1, aber plus Sozialisierung und plus Demokratisierung des Heeres. Das ist auch nur ein Kompromiss. Karl Liebknecht, für den ist das zu wenig. Aber es ist mehr, als das am Ende herausgekommen ist, denn das wissen alle, und das kann ich auch nur nebenbei noch erzählen, der Beschluss zur Sozialisierung der Betriebe, der Beschluss zur Demokratisierung des Heeres wird nicht ausgeführt, wird wieder links liegen gelassen, und nur der Beschluss, so schnell wie möglich für die Nationalversammlung zu wählen, der wird in die Wege geleitet. Wie macht man das, wenn man zunächst offiziell, damit es nicht auffällt, für die Sozialisierung stimmt von Betrieben, es in Wirklichkeit aber nicht will? Dann macht man es so, dass man eine Kommission einberuft. Diese Kommission tagt ein Jahr und damit ist die Sache vom Tisch.
Wir haben da alles versucht, wir haben da untersucht, ob man die Betriebe sozialisieren kann, aber die Fachleute sind leider immer noch an der Arbeit, also können wir nichts machen. Also so doof ist der Rat der Volksbeauftragten nicht gewesen, dass er offiziell gar nichts gemacht hat. Aber so diese Hinhaltetaktik führt eben dazu, dass aus Sozialisierung und Demokratisierung von Wirtschaft und Militär nichts geworden ist und nur nach den Neuwahlen eben dieses parlamentarische Repräsentativsystem entstanden ist. Für die meisten Historiker, und wenn Sie mal in den Brockhaus gucken, das ist ja auch so ein Indiz für eine gewisse öffentliche Meinung, so 16 Bände Brockhaus, Stichwort Novemberrevolution, für die meisten Historiker und die super Nachschlagewerke in Deutschland ist die Novemberrevolution mit diesem 19. Januar 1919 zu Ende. Denn dann beginnt punktgenau die Weimarer Republik mit den Wahlen und der Bildung der ersten Regierung und dem Reichspräsidenten und dann geht es so weiter. Ich denke, dass es in Wirklichkeit so nicht war und das ist auch wieder in einem Vergleich, ich bin nicht der Einzige, der das denkt, in einem Vergleich mit modernen Revolutionen findet ihr immer dasselbe. Auf eine erste Phase der Revolution folgt eine zweite. Und die zweite Phase ist immer radikaler als die erste. Hängt damit zusammen, dass die Ergebnisse der ersten Phase für gewisse Schichten, also sagen wir jetzt die radikalere Arbeiterbewegung in unserem Fall, zu wenig ist. Und dann machen diejenigen, die von der ersten Phase enttäuscht sind, den Versuch, die Revolution in eine zweite Phase zu lenken. Und in jeder Revolution, sei es bei der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert, bei den Revolutionen 1848 im 19. Jahrhundert, sei es bei der russischen Revolution, da gibt es die Februarrevolution und die Oktoberrevolution, das sind die beiden, bei allen diesen Revolutionen ist immer wieder dasselbe. Wenn sich die zweite durchsetzt, also die radikalere, dann ist die Revolution gewonnen. Nicht, wenn sich die erste durchsetzt. Wenn sich die zweite durchsetzt, dann ist die Revolution über kurz oder lang gewonnen. Wenn die zweite radikale Phase niedergeschlagen wird, dann ist die Revolution meistens in dem Sinne verloren, dass nicht nur die radikalen Hoffnungen vorbei sind, sondern dass das Pendel noch weiter nach rechts schlägt und auch die Errungenschaften der ersten Phase, der gemäßigten Phase jeder Revolution wieder rückgängig gemacht werden. Denn mit den Niederlagen der radikalen Revolutionäre kommen die konservativen Revolutionsgegner aus den Schlupflöchern und verbinden sich mit den Revolutionsgewinnern der ersten Phase und machen die Konterrevolution. Das ist ein Prinzip und so ist es auch in Deutschland gewesen. Wir haben also ab Anfang des Jahres 1919 eigentlich eine zweite Revolutionsphase, die durch drei große Ereignisse charakterisiert wird, die ich nur nenne. Erstens den Berliner Januaraufstand, immer noch fälschlich als Spartakusaufstand bezeichnet. Dieser Aufstand wird von dem linksradikalen Flügel der KPD initiiert. Der Spartakusbund, einschließlich Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, sind dagegen. Aber da mehrheitlich beschlossen wird, diesen Aufstand zu machen, nehmen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg aus Solidarität mit diesen Mehrheitsbeschlüssen und der radikalen Arbeiterschaft an dem Aufstand teil, mit dem bekannten Ergebnis, dass sie mit dem Leben dafür büßen müssen, für einen Aufstand, den sie in ihrer Seele nicht machen wollten. Also das ist der Berliner Januaraufstand. Zweitens, im Frühjahr, März, April, Zentrum Ruhrgebiet, eine große Streikbewegung, die genau das will, was eigentlich die Delegierten, die gewählten Arbeitervertreter immer von der Regierung verlangt haben, nämlich die Sozialisierung der Betriebe. Da die Regierung das hinausschiebt und nicht macht, gibt es monatelange Streiks im Frühjahr, im Wesentlichen im Ruhrgebiet. Mit 500.000, fast 90% aller Arbeitenden sind im Streik. Alle Parteien unterstützen diese Streikbewegung mehr oder weniger deutlich und wollen direkt von unten die Sozialisierung der Betriebe erreichen. Auch diese Bewegung scheitert, wird niedergeschlagen, militärisch niedergeschlagen unter politischer Verantwortung der MSPD-Politiker. Und das dritte große Ereignis spielt in München, das ist die Münchner Räterepublik, will ich nur kurz andeuten, im April 1919.
eben auch Anfang Mai militärisch niedergeschlagen. Diese drei, Januaraufstand, Frühjahrsstreik und Münchner Räterepublik, sind die herausragenden Ereignisse für die zweite Phase der Revolution. Da diese Aufstände, Demonstrationen, Streiks scheitern, bleibt es also dabei, dass es nur Wahlen gibt und dass die Republik in Anführungszeichen immer bürgerlicher wird, dass also das Pendel nicht nur in die erste Phase, sondern auch noch weiter zurückschlägt.